Konnichiwa und herzlich willkommen zur 34. Folge mit den Takedan Shogun 2 Total War. Ja, wir gucken hier erstmal, was hier noch zu erledigen ist. Wir haben ja dann schnell geendet. In Kai haben wir die Katana-Kavallerie. Die schnappen wir uns doch gleich. Die kommt auch mit hierher. Ah, hier ist der kürzere Weg. Ich glaube, die Oda greifen jetzt diese Stadt an. Das macht aber nichts, weil wir haben hier eine Festung und die sind ja nicht stark. So, dann sammeln wir uns erstmal wieder hier in der Provinz. Das hat schon mal so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist gut, also wir konnten die Chozokabe hier zurückschlagen. Das ist ja nur noch diese eine Armee. Oh, vielleicht kommen die jetzt noch in die Provinz. Na, nicht ganz, okay. Wenn ich die mitnehme, nee, das bringt ja nichts. So. Mit den Ninjas, das ist eine ganz wichtige Sache. Also. Mit ihm werde ich es natürlich nicht wagen, dazu ist die Wahrscheinlichkeit zu gering. Ich versuche ihn jetzt nochmal zu sabotieren. Ja, weil ich noch eine Runde gerne hätte für... Also, das hat geklappt. Okay. Ja, dann... Hier oben diese Sache ist natürlich sehr schrecklich. Ich setze mal, wir kommen da nicht mit allen in die Provinz rein. Takeda kommt nicht in die Provinz rein, obwohl er näher ist. 20? Komisch. Eine ungünstigere Position. Was haben die denn hier alles? Die haben die Dings hier. Ja, das Gute ist, wir haben jetzt das hier. Ah, wir haben jetzt hier den überlegenen Nahkampf. Jetzt brauchen wir noch das Nagi-Dojo. 3 Jahreszeiten. Das ist natürlich... Also das werden wir jetzt auch einfach ignorieren. Wir machen jetzt noch... Nein, das lassen wir noch. Wir brauchen ja ohnehin 2 Jahreszeiten. Da er hauptsächlich die hat. Dann nehmen wir uns einfach noch... Wie viele haben wir? 4. Ja gut, dann machen wir eine Katana und 2 Yaris. Es ist jetzt halt... Yaris ist ja auch okay. Ich weiß nicht, der Nahkampfangriff ist glaube ich bei... Dann sind sie zumindest... Einigermaßen... Ja, die sind sogar ein bisschen stärker. 13 und hier habe ich... Falsche Armee? Ach nee, doch nicht. Aber von Grund auf, Moment mal, von Grund auf sind sie wie stark? Man kann es doch eben gerade sehen hier. Das ist von Miyagi. Ist ja ganz weit weg. 12. Gut, haben sie keine Verbesserung, aber das... Dauert halt zu lange, diese 3 Jahreszeiten, deswegen lassen wir das mal. Gut, dann, wir kommen nicht ganz in die Festung rein. Das heißt, wir müssen uns wieder im Wald verstecken. Am besten den Takeda hier. Und den Yoshinobu direkt daneben. Geht das? Ja, super. Also wenn, dann sollte es einen Ambush geben hier. Da sollten sie nämlich den Weg kreuzen, wenn sie hier angreifen wollen. Gut. Er hat, glaube ich, auch ein paar leichte Verbesserungen. Ich weiß es nicht. Ich meine, das mal gesehen zu haben. Baubericht. Kloster in Kaga. Ja, das ist ja schön, aber wir brauchen noch das Naginata-Dojo. Meisterwaffenschmied. Ja, den haben wir jetzt auch. Feste in Mikawa und Sargeschenke in Totomi. Ja, das heißt, wir können hier einen weiteren Ninja... Aber da warte ich erstmal kurz ab. Also er kann ja machen, was er will. Er wird jetzt keinen großen Erfolg mehr haben. Hier sollte ich mal einen Blick zu den... Ach genau, ich gehe jetzt mal mit den Dings hier. Wo haben wir ihn hier? Ich glaube, ich weiß nicht, ob der jetzt hier... Ich soll erstmal hier gucken, wo der liebe Oda hingeht. Ach, da ist er. Okay. Ach so, okay, ja dann. Tono. 120. Versuchen wir es. Hey, hat sogar geklappt. Ja, ja, er ist ein befreundetem Gebiet, na toll. Naja, gut. Aber ganz gute Erfahrung. So, dann gucken wir mal, was hier oben genau in Wakasa, mal gucken, was da noch ist. Oh, das habe ich mir nämlich schon gedacht.
Gut, die konnte ich auch sabotieren. Das heißt, er kann nur die und die bewegen. Oh, weia. Aber er hat viele Ashigaru-Einheiten, kann ich mir denken. So, was ich hier sehe. Oh, dieser Einheit. Oh. Ja, der viele Yari-Samurai. Aber der Rest ist eigentlich schlagbar. Ich sollte hier ein paar Einheiten weg... Warum gibt es hier Unfrieden? Das gefällt mir gar nicht. Was macht dieser blöde Mönch hier? Der muss da weg. Ach, das gefällt mir gar nicht. Agenten, wie die hier rumstreuen. Wir müssen versuchen, ihn festzunehmen, oder? Ermittler, Gegenspionage. Uff, ich muss es riskieren. Ich habe keine Wahl. Mist. Na gut. Wir nehmen uns den anderen gleich in die Nähe. Eine noch geringere Chance. Was kommt denn hier? Ach, blöde kleine Armee. Ich habe noch gefehlt. Zieh mal zwei Einheiten ab. Das müssen wir reparieren. Das ist nicht gut. Minus zwei. Oh, das ist schlecht. Hier oben können wir noch nicht die Steuern reinhauen. Hier unten auch noch nicht. Hier können wir sie reinhauen. Und hier auch, komm. Die eine Runde haltet ihr nochmal aus. Dann besorge ich euch hier schon das Benötigte. Ja, Agenten, wie sieht es denn jetzt damit aus überhaupt noch? Gucken wir mal vom Rang her. Also die haben wir jetzt alle schon erledigt. Das lassen wir auch erstmal so. Die Mönche interessieren mich jetzt nochmal. Haha. Zu gering. Ah. Ich glaube, ich sollte sie doch vernichten. Hier habe ich ihn ja, den Betreffenden. Ach, hier habe ich noch eine Einheit vergessen, sehe ich gerade. Die kann ruhig mitkommen. Ich denke, die kann ich ganz gut gebrauchen. Warum nicht? Ich glaube, die Mogami sind wieder stark, ja. Es wird Zeit. Da ist noch ein Ninja von denen, der ärgert mich. Oder soll ich doch zurückgehen? Usen... Doch, ich möchte dich verteidigen. Ja, das muss ich eingehen, das Risiko. Hier. Zufriedenheit ist okay. Wenn ich einen... Charaktere machen zwei aus. Also einer hätten wir zwei weg. Dann nehmen wir den, schicken den nach Mikawa. Das muss noch gehen. Magistrat. Auf nach Mikawa. Reicht aber nicht ganz. Nicht Clans Religion. Immer noch dieser Mist. Hm. Hier geht's schon. Ich müsste noch einen zweiten, noch, nee, auch einen dritten Mönch. Ich habe hier noch einen. Ich hoffe mal, der bleibt. Hier oben wäre vielleicht auch ein Metzger nicht schlecht. Jetzt kann ich gar nicht... Brech's ab, wenn es nicht geht. Bringt's ja nichts. Ah, dann hätte ich ja nochmal Geld dafür, das zu reparieren, was der hier kaputt gemacht hat. Immerhin. Das hier hinten mache ich auch gleich wieder heile, wenn es geht. Ne, reicht nicht. 500. Ah, Wucherer. Wucherer. Ah, falsch nebenkrieg. Ja, mit ihm kann ich jetzt wohl nichts anfangen. Ich würde gerne hier was, aber ich warte lieber nochmal ab. Ich glaube, es gibt hier sonst Unfrieden. Obwohl, nee. Yagi ist okay. Will ich hier wegnehmen, oder?
Aber gerade so. Ist auch nicht schön. Nee, lass mal lieber dort. Den bringen wir besser dort weg. Der ist dort verloren. Schicken wir den mal hier oben hin. Ja, so wird es wohl vorerst bleiben müssen. Das beruhigt sich schon wieder. Das nimmt auch ab. Okay, dann hätten wir das geregelt. Das hier oben können wir auch wegmachen. Das regelt sich danach auch wieder. Das nimmt ja auch ab. Repression nimmt aber auch ab. Wir haben zwar jetzt das Kloster gebaut, aber irgendwie reicht das noch nicht. Wir brauchen noch einen Mönch hier. Einen, der nicht gleich wieder getötet wird. Und dann müssen wir den noch killen. Wie gesagt, die Ikuiki sind erstmal außen vor für die Runde. Ich gucke mal kurz, wie stark sind die überhaupt noch. Die haben noch drei Provinzen, sind stark. Wir sind immer noch nicht enorm. Das geht mir tierisch auf die Nerven. Ah, die kann ich nicht mehr länger auszahlen. Ich schätze, ich muss doch Miyagi verlassen, um für den eventuellen Fall des Angriffs vorbereitet zu sein. Hier, Usen ist ja in der Hand der Rebellen, das macht ja nichts. Da lasse ich ein paar Einheiten dort zurück. Katanas brauchen sie nicht, die können sie selber machen. Dann lasse ich die noch zurück. Den Rest gehe ich jetzt in Richtung Hitachi. Ich wollte hier sowieso eine Armee jetzt hier hinbewegen und die andere kümmert sich jetzt um Ugo, um die Mogami das Fürchten zu lehren. Und dann könnte ich ja auch, wenn die hier Probleme machen, auch noch von über Usen gehen, obwohl das dauert ziemlich lange. Also da muss man mal gucken. Die werden auf jeden Fall nicht mehr hier weiterhelfen können. Also fassen wir nochmal zusammen, wer ist jetzt eigentlich alles im Westen? Yoshitsuke und Nobukado sind im Osten. Im Westen sind eigentlich diese vier Generäle. Der Oberste von allen Shingen mit seinem Sohn und Erben, Yoshinobu. Der andere Sohn, Takeda Tomoyuki, zusammen mit Baba Munimasa in Owari, warten noch auf ihren Einsatz. Der Widerstand ist noch so riesig. Ich muss, tja... Also auf die Provinz kommt sie gar nicht an, die brauchen wir nicht unbedingt. Das ist nur mehr Ballast, den wir haben. Die werden wir einfach ignorieren. Wir werden einfach diese Armee hier vernichten. Wenn sie dann noch kommt. Wir haben sie ja sabotiert. Also eigentlich könnten wir sogar vernichten. Aber nee, wir brauchen ja noch die Ruhe. Und dann gucken wir, vielleicht greifen die uns dann an. Die können uns dann sogar angreifen. Ja. Bis dahin sind nämlich diese beiden auch noch. Da haben wir noch eine Feuercave. Und wir haben dann noch eine weitere Naginata-Samurai-Einheit. Und dann haben wir noch die... Wo war denn die? Ach, hier, genau. Die andere Katana-Kavallerie-Einheit. Ja, dann habe ich noch irgendeinen Agenten vergessen. Nee, die haben erfüllen alle ihre Aufgabe. Ich kann hoffen, dass dieser Mönch jetzt keinen Mist macht. Mönch auflösen, ja! erleuchtet... Konvertierung von Provinzen. Warum ist er so hochgeskillt? Pilger? Kämpfer? Weltlich? Spirituell? Meditation? Den müssten wir echt konvertieren. Aber auf unsere Seite. Der ist echt gut. Eine Jahreszeit noch, dann haben wir Shunindo. Okay, dann können wir die Flurneuordnung erforschen. Also erforschen ist sie ja schon, aber dann bauen. Dann die Lackwarenwerkstätten. Ich glaube, das war für die Bogenschützen ganz gut. Und dann noch den Meisterbogenmacher. Lackwaren, Moment. Oder nee, der Meister... doch, hier haben wir es ja. Genauigkeit der rekrutierten Einheiten in dieser Provinz. Lack... Moment mal. Meister-Dojo. Meister-Dojo. Bogenkunde. Ach so, nee, das ist das. Ach, wir werden sowieso nicht mehr zu der richtig guten Präzision kommen, schätze ich mal. Es ist ja schon gut, dass wir hier oben jetzt den überlegenen Nahkampf haben und hier unten die überlegene Rüstung. Das ist ja schon gut. Die richtig außergewöhnliche, wie hier außergewöhnlichen Ansturm werden wir nicht kriegen, denke ich nicht. Dafür haben wir nicht mehr genug Zeit. Aber... es ist ganz gut, weil die Katana-Einheiten, die wir dann noch hier rekrutieren werden,
Das sollte auch bei Zeiten und die Yari-Samurai-Einheiten, das sollte dann auch nochmal gut sein. Ja, da gehen wir nächste Runde. Der Stümpert, das ist kein Ding, das ist klar. Ich hoffe mal, die Mogami machen keinen Mist. Und diese eine Armee da, die da entkommen ist. Ach, nein, 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 nein. Ach. Hinterhalt! Nur er? Er alleine gegen alle? Das gefällt mir aber nicht so gut. Der andere ist nicht auf dem Weg. Drei Nagis. Und der Rest, das. Wäre das machbar? Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob er. Oh, das könnte Shingens letzter Kampf werden, wenn das nicht gut geht. Drei Nagis. Er hat auch drei Nahkämpfer. Das gefällt mir gar nicht. Gut, das ist in Ordnung, das kriegen wir wohl gepackt. Er greift ja auch an. Dreimal die, dann die. Nee, lieber nicht. Ha, das war die richtige Entscheidung. Ja, das ist doch schon eher machbar. Ja klar, das machen wir. Aber ich würde sagen, das kommt dann in die nächste Folge rein. Ja, das machen wir in die nächste Folge rein. In die 35. ist es dann. Und ja, er hatte noch riesige Armeen hier hinten. Nicht nur hier die Ikuiki-Armee von den Ikuiki, sondern auch noch die anderen Shoni-Armeen. Die sind richtig riesig. Oh, das wird richtig heftig sein, da durchzukommen. Dann setze ich natürlich hier auch auf den anderen Teil der Armee. Also mit dem muss ich dann schon richtig biestig sein. Und hier noch Einheiten nachrekrutieren. Und ihm Parole bieten. Ja, dann bis zur 34. Folge, meine Damen und Herren. Sayonara.